Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Zwar reagiere ich heute auf Standplay und auf Standard-Skill. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne Au-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Noch 3 Tage bis zur neuen Season 2 und alle sind hibbelig und fragen sich, wo sind die Teaser? Was kriegen wir jetzt tatsächlich in der Season rein? Gibt es schon irgendwie Vorschaubilder? Nun, ich kann euch vielleicht ein paar Teaser geben und so weiter. Und zwar haben wir so ein paar nice Sachen, die in Season 2 reinkommen. Ein Battle Bus, der sich fahren lässt und tatsächlich dann auch mit einem Geschützturm ausgestattet wird oder sowas. Ne, was steckt dahinter der ganze hier, Ansage von Chica, ne, von wegen, dass das die beste Season wird? Da wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Und ich zeige euch, wie ihr euch noch ein gratis Item holen könnt in dem Video, ne? Also, zum Schluss gibt's nochmal so ein schönes kleines Reveal. Wer hat dann das Ganze runter, Leute, ne? Die Spannung ist auf jeden Fall heiß, weil die Frage immer wieder kommt. Natürlich, Leute, die Season startet nicht an dem 19. Stand aktuell gehen wir alle davon aus, dass es an dem 20. startet, weil die wilde Woche auch bis zum 20. geht. Ne, hört dort erst auf. Und es gibt auch natürlich noch das Turnier, was auch noch an dem 19. läuft. Deswegen Streamstart und auch Seasonstart. Ne, Seasonstart ist der 20. Aber der Livestream startet an dem 19.03. Jeder Sub 30 Sekunden länger. Jeder hat die Chance, einen Battle Pass zu gewinnen tatsächlich und wird verlost. Ne? Letztes Mal waren 70 Battle Pässe, die an die Community gingen. Davor dann noch sogar 100. Also da wird es auf jeden Fall ordentlich schallern für euch und wird es auch eine Menge zurückgeben. Einfach auch wegen einem Sub-Marathon-Stream. So, ne, das ist die erste Sache. So, Chica hat ja vor ein paar Tagen was angekündigt und hat gesagt, am 16.03. ne, kommt die große Announcement und vor allen Dingen hat ja gepostet, es wird die beste Season, die in der Geschichte von Fortnite da war. Ne? Viele sind davon ausgegangen, dass wir da natürlich einen Ikonenskin bekommen. Nun, der 16.03. ist jetzt, wo ich das Video aufnehme. Chica ist live gegangen, hat ihre Ankündigung gemacht und die Ankündigung, die hat mich von den Socken gehauen. Ich werde mein Leben nie wieder glauben, Leute, was ich da gesehen und gerochen habe. Aber haltet euch fest und ich lüge euch nicht an, aber die hat uns phänomenal neuen Merch vorgestellt. Ich werde bei ihr euch bei mir noch, dass ich im Titel schreibe, dass es hier um irgendwelche Feinkonzepte oder sonst was geht, wenn euch Leute sowas hier erzählen. Und sowas hat 2,2 Millionen Follower, Leute. Naja, ne, hat neue Merch und ein neues Overlay für den Stream. Ist das nicht schön? Ja, dann wird auch die Season auch die beste. Das ist grandios. Finde ich super. Ne? Auf jeden Fall, also denke ich mal, keine Ikonenskin. Sollte da was kommen, werde ich euch da Bescheid sagen. Das wäre die erste Sache mit Chica. So, Tabor Hill hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr gemeldet, wie so oft, ne, der Kollege, der uns auch schon Season 3 und Chapter 3, sage ich mal, fast komplett geleakt hat. Ein Kollege mit sehr vielen Insider-Informationen hat ein Video gepostet und hat dort mehrmals immer wieder das Wort Strange gesagt. Hat so gesagt, das ist Strange, dies ist Strange, das ist Strange. Hier könnte ein Doktor sein und der wäre Strange und so weiter. Ja, ne? Auf einmal Dr. Strange wird ziemlich häufig gepostet. Und auch China hat nochmal rausgehauen, dass Dr. Strange reinkommt. Aber ist, denke ich mal, jetzt keine grandiose Leistung. Ne? Dr. Strange haben jetzt schon viele vermutet. Viele in der Community, weil der Film auch im Mai rauskommt. Deswegen Dr. Strange. Aber ob das im Battle Pass reinkommt, ist noch so eine andere Sache. Ich vermute ja. Meine persönliche Meinung, ich sag ja. Aber mit etwas Pech könnte auch ein Shopskin sein, der dann irgendwann in April oder Mai rauskommt und nicht im Battle Pass. Ein weiterer guter Kandidat, wie immer noch, natürlich Moon Knight, kommt ja auch irgendwo im März die Serie raus, ne, solltet ihr euch auch mal aufschreiben. Neben den ganzen Doctor Strange Geschichten und so weiter und dass wir jetzt diesen Skin bekommen, hat er aber auch noch was anderes gepostet, beziehungsweise berichtet, und zwar über den Battle Bus. Oh ja, den Battle Bus, Leute, und der wird nochmal richtig nice. Wolltet ihr schon immer mal einen Battle Bus fahren? Dann hört mal weiter zu. Wir haben ein Leak tatsächlich für die Season 2. Ein phänomenales Bild. Ne, einige verkaufen es als Teaser oder was auch immer. Ich sage immer, es ist nutzlos, weil es das Startbildschirm ist, was du dann auf der Switch auswählen kannst. Wenn du da die Switch hast, hast du ja deine kleinen Icons. Und dort hast du immer ja das Fortnite-Bild. Und dieses Bild ändert sich von Season zu Season. Und dieses Bild für Season 2 wurde geleakt. Und ich kann euch jetzt exklusiv die heißeste News liefern, die ihr je gehört habt. Und dieses Bild zeigt euch den Battle Bus. Also wissen wir, in Season 2 wird es nochmal den Battle Bus geben, Leute. Mit dem wir fliegen können. Aber das ist nicht alles. Auf diesem Bild sehen wir auch die Sonne. Also ist es hiermit offiziell von Fortnite und Epic Games bestätigt und deren Anwälten und Urgroßväter der Anwälte
dass wir auch noch in Season 2 immer noch die Sonne haben werden. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine brachiale Information, Leute. Dazu sollte ich ein ganzes eigenes Video widmen. Naja, gut, dass die noch ein paar andere Sachen haben. Aber so uninteressant ist der Battle Pass vielleicht gar nicht, weil bei diesem Battle Pass hat auch Debo Hill was angesprochen. Und zwar zwei Sachen. Das erste, dass wir tatsächlich den Battle Pass fahren sollen können. Wie gesagt, können. Es wird dran gearbeitet, es ist geplant. Ob das jetzt auch schon reinkommt? Wie immer mit Vorsicht, Leute, ne? Tabo Hill hat zum Beispiel auch über Wölfe geredet in Season 3, Chapter 2 oder so. Und die Wölfe sind erst in Season 6 reingekommen. Das müsst ihr mal bedenken, ne? Nicht alle Sachen schaffen es immer rechtzeitig in eine Season und werden manchmal auch verschoben. Aber, ne, die Informationsquelle ist auf jeden Fall immer wieder sehr legit. Und, naja, Battle Bus, dass wir den fahren können. Und der soll auch ein Geschütz haben, tatsächlich. Und ihr erinnert euch, vor einigen Zeiten hieß es ja schon immer, dass wir ein Fahrzeug mit einem Geschütz kriegen. Und das würde mit der ganzen Geschichte tatsächlich gut zusammenpassen. Ne, dass wir ein Fahrzeug kriegen, was ein Geschützturm hat, und jetzt ein Battle Pass, was ein Geschützturm hat. Ich frage mich nur, wie viele Leute im Battle Pass sitzen sollen. 16? Stell euch mal Gruppenkeile vor und die ganze Lobby sitzt in deinem Bus und schießen alle aus dem Fenster. Jo, das wäre das Geilste überhaupt. Das wäre, da geht bei mir gerade die Fantasie durch, Leute. Stell euch mal wirklich vor, in Gruppenkeile sitzt du mit 16 Leuten im Battle Bus und aus allen Fenstern blastet da jemand raus. Ja, das wäre schmackhaft, das schmeckt, ne? Naja, das ist doch auf jeden Fall schon mal interessant. Und tatsächlich hat er auch noch einen schwarzen Battle Bus angesprochen. Es kann sein, dass der schwarze Battle Bus tatsächlich dann der fahrbare ist, damit er sich unterscheidet zu dem blauen. Der blaue ist derjenige, der fliegt, und der schwarze soll dann derjenige sein, der fahrbar ist. Oder aber wir kriegen einen neuen Battle Bus. Oder, keine Ahnung, vielleicht können wir Skins für einen Battle Bus auswählen. Oder es wird mehrere, keine Ahnung. Also in meinen Augen ist das der fahrbare Battle Bus. In meinen Augen ist es wirklich den wir dann fahren können, der schwarze. Und dann wird es auch noch einen blauen geben. Zwei Stück also. Einer auf dem Boden, einer im Himmel. Ja, deswegen denke ich mal, wird auch irgendwie mal legit sein. Aber, was aber nicht legit ist, ist das, was aktuell ein bisschen herumkursiert für eine kurze Zeit auf TikTok. Und zwar ein geleakter Screenshot, wo wir 20.03. sehen. Gut, der Screenshot ist fake, das Datum sollte eigentlich halbwegs real sein. Ne, wir gehen ja immer noch von dem 20.03. aus, weil dort die Season startet. Ist ja nicht unbedingt so. Auf diesem Bild einfach nur einen Fortnite-Schriftzug mit einem Datum unten dran. Nichts, was ich euch nicht schon vor einer Woche... Leute, aber diese Info, die Stan gerade erzählt, ist immer noch mit Vorsicht zu genießen. Es ist nicht klar, ob wir wirklich die Season am 20.03. kriegen werden. Aber dadurch, dass... Und das ist eine News, die ich persönlich raushaue. Dadurch, dass ich in Fortnite jetzt die nächsten Tage nicht mehr großartig was zu tun haben werde, weil es einfach daran liegt, dass wir diese Woche keine 15. Woche mehr gekriegt haben. Was Aufgaben angeht, was ich persönlich sehr schade fand, weil das mit meinem Level mir noch hätte weiterhelfen können. Aber es ist halt nun mal jetzt so. Man kann es nicht ändern. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie manche andere Sachen. Ist okay. Aber an der Stelle, ja, Leute, muss man halt drüber hinwegkommen. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen, dass die Season am 20.03. startet. Und, aber ich werde nämlich am morgigen Stream, also morgen Abend, werden wir noch was anfangen. Und zwar Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja, ihr habt gehört, richtig gehört, Leute. Aber da kommen auch die meisten Theoretiker wieder her und sagen, hä? Wieso zockst du denn erst Five Nights at Freddy's Security Breach? Du hast doch noch nicht mehr die anderen Teile durchgezockt. Nee, Leute, ich mach's mal andersrum. Ich zocke Five Nights at Freddy's Security Breach und dann die Teile runterwärts. Von den Teil 7, Five Nights at Freddy's Security Breach, bis zum 1. Das hat auch noch nie jemand gemacht, oder? Glaube ich zumindest. Erzählt habe, was das Startdatum angeht oder sowas, ne? Habe ich euch ja schon ein bisschen runtergerattert, dass die Season natürlich am 20. startet. Aber jetzt muss ich immer noch an einen Battle Pass mit 16 Leuten denken, Leute. Das hört sich schmackhaft an. Das wäre auf jeden Fall grandios. Ne? Aber die Frage jetzt, die Frage aller Fragen, kriegen wir jetzt noch Teaser oder nicht? Stand aktuell sind wir bei dem Mittwoch ohne Teaser, offizielle Teaser von Fortnite rausgegangen. Ne? Keine Bilder, wo wir irgendwelche Battle Pass Items sehen. Keine Spitzhacke, kein Skin und so weiter. Das, was wir bisher mit Dr. Strange bekommen haben, ist ja das von Tabor Hill gewesen. Also, das hat er ja geleakt. Das sind ja keine Teaser. Mittwoch haben wir nichts bekommen. Es sind nur noch 3 Tage circa bis zur neuen Season. Ne? Donnerstag, Freitag, Samstag. Donnerstag ist jetzt unsere große Hoffnung. Wir müssen am Donnerstag tatsächlich Teaser bekommen. Wenn wir am Donnerstag keine Teaser bekommen, dann sieht's schlecht aus. Und dann sieht die Hoffnung auch selbst für einen Teaser, nicht nur ein Live-Event, dass wir kein Live-Event bekommen,
so noch nicht mal einen Teaser bekommen. Und bevor wir zum Ende kommen, Leute, eine Sache haben wir noch, was mit Dr. Who tatsächlich, ne? Ja, da werden jetzt vielleicht ein bisschen ein paar Leute kribbelig wegen Dr. Who. Aber bevor wir zum Ende kommen, gerne jetzt schon den Like-Button reinhauen. Vielleicht knackt dieses Video die 5000, wäre mega nice. Abo-Button und Glocke, wenn ihr natürlich Season 2 nicht verpassen wollt oder was auch immer damit kommt. Natürlich auch das nächste Live-Event gibt es ja auch noch irgendwann. Und nutzt jetzt die Chance, Leute, bevor die neue Season startet und die Server down gehen, den Creator-Code mal nachzutragen. Hab jetzt schon eine Zeit lang keine Werbung dafür gemacht, die tatsächlich auf 60% weniger Leute eingetragen, aber ne, kurz vor der Season nochmal reinschallern, dass wir da mal die 15.000 Einträge knacken. Es wäre mega nice. Mit Hey Stani hinten dran. Egal, ob ihr euch Fortnite Crew holt oder euch das schenken lässt oder was auch immer, es zählt alles. Aber Dr. Who, ne, Top 5 Gaming hat auch was gepostet, wo er was gesagt hat. Oh, schau mal hier. Und hat aber ein Bild mit der Telefonbox von Dr. Who gepostet tatsächlich. Und ne, da seht ihr so einige tatsächlich eine Kooperation oder sowas, aber stand aktuell einfach nur eine Creative Map. Der hat eine Creative Map gebaut, dort wird aktuell gerade auch der Map-Code geteasert und so weiter und es wird dann am Ende einfach ein Creative Modi. Am Anfang des Videos habe ich euch ja gesagt, Leute, es gibt ein Gratis-Item und zwar diese TARDIS von Dr. Who wegen dieser kleinen Kooperation auf der Creative Map, die man spielen kann. Habe ich mir auch schon geholt. Am Ende halt einen Code bekommen. Wenn ihr keinen Bock habt, das Ganze zu spielen, findet ihr den Code jetzt hier oben drüber oder in der Videobeschreibung einmal zum Kopieren und auch die Webseite, wo ihr das einlösen könnt, ne? Weil immer wieder die Leute fragen, wo kann ich das einlösen, auf der Switch kann ich das nicht machen. Es gibt eine eigene Seite dafür, wo man auch alle anderen Codes einlöst für alle Sprays, was auch immer. Checkt es aus und macht das auf jeden Fall noch, bevor die Season 2 startet, weil die Dinger sind nur für 5 Millionen Mal verwendbar und dann ist das Ding weg. Also seid schnell. Was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare. Auf der rechten Seite checkt ihr das Video aus, wo ich Weltrekorde geknackt habe von bekannten YouTuber. Aber jetzt gibt es einen neuen Challenger in der Arena, Leute. Und deswegen knacken wir die Dinger. Gebt mir Flosse. So. Jetzt ist es offiziell, Leute, wann die Season 2 rauskommt und die ersten Infos aus der Season mit geleaktem Bild, alles drum und dran, Leute, erfahrt in diesem Video, es ist wirklich geisteskrank, let's go. Leute, heute habe ich was richtig Geiles für euch und zwar ein kostenloses neues Game, Leute, und zwar... Ach komm, keine Werbung hier, Stani. Mach mich nicht schwach. Ja, kommt. Cool. Freunde, die Season 2 steht vor der Tür. Der offizielle Termin zum Release der Season ist veröffentlicht worden. Das erste Bild aus der Season 2 gibt's auch in diesem Video. Und deswegen lasst jetzt mal, falls ihr gehypt seid, 22.222 Likes da, Freunde. In den nächsten Tagen geht's hier richtig ab und da ist schon der erste Gegner, der hier auch Party machen will. Freunde, ich glaube, ich drehe durch. Nämlich, was ich euch in diesem Video zeigen werde. Ich sag euch, das ist zu krank, Freunde. Ich bin jetzt schon so gehypt auf die neue Season. Ich kann's nicht glauben. Kommen wir aber erstmal zu dem neuen Update der Woche. Und zwar, das ist die letzte Woche in Fortnite, Freunde. Es gibt jetzt nochmal ein bisschen Preisnachlass. Und zwar die Servicewoche ist angetreten. Alle Waffen bei NPCs, alle exotischen Waffen, alle Sachen bei sonst wo wurden reduziert. Und ihr könnt jetzt noch euer komplettes Gold ausgeben. Ich hoffe, die kriegen Herr Lama gekillt mit der Schrotflinte. Dann sind die apokalyptischen Erdbeben absolut am Durchdrehen. Also die Bohrer, die gerade unter der Karte fahren, Freunde, die machen gerade hier wirklich die ganze... Also ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, das ist hier richtig am Rödeln, am Durchdrehen, am Kaputtgehen. Also es kann an sehr viel... Ich werde euch mal hier die Karte einblenden, wo aktuell die Erdbeben überall auftreten. Und das ist auch der erste wichtige Punkt zur neuen Season. Es werden fahrbare Bohrer... Oh, hört ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, es geht los. Let's go. Nein. Hört ihr das? Gleich wird es noch schlimmer werden. Die Bohrer fahren gerade wieder. Krank. Also es wird ja kein Live-Event geben. Das ist quasi nur dieses kleine Event. Und diese Bohrer werden aber wahrscheinlich nochmal zwei Tage vorher richtig stark, dass sogar so eine Alarmsignale kommen. Also das ist ganz wild. Ansonsten werde ich euch... jetzt mal den ersten, meiner Meinung nach, sehr kranken Leak einblenden. Und zwar, oha, oha. Guckt euch das an, was hier abgeht, Leute. Ey, Bro. Und das passiert halt überall auf der Karte gerade, ne? Alle Häuser gehen kaputt. Alles wird gerade zerstört von diesen Bohrern. Und diese Dinger, wie gesagt, Freunde, wären, so wie es aussieht, laut den Alpha-Leaks, in der nächsten Season fahrbar sein. Aber wenn ihr denkt... Ja, okay. Ja, okay. Bro, er ist einfach Meister in Weitwurf. Glaub, ich spinne. Was ist das denn?
Ja, die Bohrer werden kommen. Das wird einmal so ein erstes Highlight sein. Aber auf was ich mich am meisten freue, Leute, es wird ein Siebendorf geben. Und zwar The Seven ist ja zentral in der Story. In Fortnite drin. Ich werde euch mal hier nochmal die 7 einblenden. Die 7 Besucherleute, die quasi die Insel beschützen und uns probieren halt vor den ganzen Bösen hier zu bewahren und alles drum und dran. Und da ist jetzt, Freunde, ein kranker Leak für die neue Season aufgetaucht. Und zwar, es wird das 7 Besucherdorf geben, wo man unter anderem Waffen craften kann, neue Gadgets machen kann, also die quasi neue Gadgets ins Spiel bringen, und das kann man alles in diesem Dorf in der neuen Season anscheinend erstellen. Und ihr wart eklig zu mir, dann kriegt ihr jetzt Ekelsein zurück, Alter. So ein Ding ist das hier. Leute, ich hasse es selber, wenn ich welche mit Granatwerfer. Oha, oha, die Erdbeben gehen auch richtig los hier. Oh, nochmal rein da. Bisschen Moon haben wir noch. Oh, da ist er. Oh, let's go. Granatenwerfer mal wieder overpowered, so wie man kennt. Da ist auch noch einer. Ah, erstmal gucken, was die für Loot dabei haben, dann können wir auch mal da vorbeischauen. Aber Leute, man muss ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil wenn die Erdbeben hier weiter losgehen, dann kippe ich hier noch komplett auf den Stuhl. Das wäre nicht so gut. Und dieses Dorf wird wirklich sehr interessant sein, weil dieses Dorf wird halt Mechanics, Waffen mitbringen, die wir so in Fortnite noch nicht kannten. Und es soll in diesem Dorf auch diese bekannte Tuning-Werkstatt geben. Mit dieser Tuning-Werkstatt wir dann Autos aufboostern können mit einmal Panzerung und Geschützen. Und jetzt, Freunde, solltet ihr euch besser anschnallen. Und ich werde euch jetzt die ersten Alpha-Leaks aus der neuen Season zeigen, die veröffentlicht worden sind. Zwar wartet mal. Wir müssen kurz die Situation hier mit den Paulbergern kurz mal unter Kontrolle kriegen hier, bevor ich euch das wirklich das Krasse zeige. Bin doch wohl hier. Oh. Kann ich jetzt pushen oder was? Ey, der eine schimmelt da und der andere rennt hier rum. Ich glaube, ich spinne. Weil ich brauche Ruhe, Freunde. Um euch. Oh, der ist one-hit. Beide one, Leute. Beide one. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich glaube, sein Kollege wird gleich uns pushen, weil er weiß, dass er... Wie viel Leben hat der denn noch gehabt? Er hat wirklich mit letztem Leben überlebt. Nein, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt! Er ist one. One. Hey! Bam! Wurmkarton hier, Leute. Let's go. Okay, das erste Bild, Freunde, was veröffentlicht worden ist, was ein Teaser zur neuen Season zeigen soll, ist hier. Und viele werden jetzt sagen, hä? Das ist doch ein ganz normales Bild mit Battlebus und da wird ja nichts Neues gezeigt. Leute, es ist mehr als ein Bild von Battlebus. Und zwar, dieses Bild zeigt uns erstmal im Hintergrund anscheinend, so sind zumindest einige Leaker auf die Idee gekommen, dass es der Hintergrund bzw. der Mond vom Moon Knight ist, den ich euch gestern schon im Video gezeigt habe. Und dieser Moon Knight wird wahrscheinlich ein neuer Battle Pass Skin sein. Und ich sage euch, dieser Skin sieht absolut geisteskrank aus. Das ist ja schon zu viel, zu krank. Sehen wir noch den Battle Bus. Und viele fragen sich jetzt, wieso den Battle Bus? Und zwar, ein Leaker hat rausgehauen, dass der Battlebus ein fahrbarer Bus werden wird, mit dem man über die Karte fahren kann. Aber das war es noch nicht gewesen, Freunde. Dieser Battlebus wird auch ausgerüstet sein mit Geschützen. Also, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder, ich finde es einfach geisteskrank, es gibt nämlich entweder die Möglichkeit, dieser Battlebus
wird so wie die IO-Wachen über die Karte fahren. Richtig. Ach, übrigens, bevor ich weiterkomme zum Battlebus, was der alles kann. Hühnchen sind jetzt weniger auf der Karte wieder unterwegs und es wurden alle anderen Tiere aus dem Tresor rausgenommen. Also es gibt jetzt wieder Wölfe, Schweine, Frösche, alles drum und dran. Ist jetzt wieder alles im Spiel drin nach dem Update. Jedenfalls, dieser Battlebus wird entweder automatisch über die Karte fahren, ist gepanzert und hat Geschütze dran. Ne? Und man kann einsteigen und kann dann halt während der Fahrt auf andere Spieler schießen, aber man kann ihn halt nicht lenken. Die andere Möglichkeit ist, dieser Battlebus wird wirklich ein fahrbares Fahrzeug auf der Karte werden. Man fährt mit diesem Battlebus zu einer Tuning-Werkstatt, tunt diesen mit Panzerung und Geschütz und dieses Teil wird geisteskrank werden. Also diese zwei Mythen gibt es gerade über den Battlebus, aber anscheinend scheint es wirklich schon konkret zu sein. Ich kann es selber nicht glauben, Freunde. Der Battlebus wird fahrbar sein. Es wird ein Dream in Erfüllung leben. Ein kleiner Funfact am Rande. So ein fahrbarer Battlebus war damals schon in der Season 7 geplant gewesen. Ja, und jetzt kommt der endlich raus. Also es gab damals schon Leaks und Fortnite fand die Idee irgendwie cool, hat die dann angefangen umzusetzen und wir werden sie bald jetzt in der neuen Season erwarten. Das ist wirklich schon, wenn ich überlege, wie geisteskrank ist das, Leute, bitte? Wir können wahrscheinlich Bora fahren, wir können Battlebus fahren, das sind nur zwei neue Fahrzeuge. Dann wird es wahrscheinlich komplett neue Autos geben und es wird viele Extrem-Gadgets geben, die wir uns in während der Runde, wenn wir halt irgendwelche Items sammeln, craften können im Dorf der Sieben. Also dieser Sieben-Dorf, das wird wohl was ganz, ganz Krankes werden. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt, was Fortnite da hat. Und es wird in der Season 3 wahrscheinlich die Storyline geben, so wie auch schon vermutet. Und zwar, das Monster wird gefunden. Das Monster bekommt einen eigenen Ort, wo man das Monster unter anderem im Laufe der nächsten Season, schade, ich wollte ja nicht runterschießen, beim Wachsen zusehen kann. Also die IO-Leute trainieren halt quasi live vor unseren Augen dieses Monster. Die Besucher suchen gerade den Roboter und planen halt den Kampf nochmal gegen dieses Monster, aber in einer ganz anderen Version. Freunde, alleine diese Leaks für diese Season sind geisteskrank, aber es geht noch weiter. Und zwar, es soll als Pickaxe, ja, haltet euch fest, Freunde, es soll als Pickaxe ein Laserschwert reingeben. Und ich zeige euch mal, wie das ungefähr aussehen könnte. Das wird wahrscheinlich dann auch, vielleicht, wenn wir Glück haben, in Battle Pass drin sein. Ansonsten eventuell irgendwann in den Item Shop reinkommen. Ey Leute, aber es sieht einfach geisteskrank aus. Dann soll es wohl weitere Cosmetics geben. Und zwar, man soll wohl Sticker bald auf die Kleidung von Skins machen können. Sogar selber platzieren das Ganze. Da weiß ich leider noch nicht, Leute. Das sind so einige Vermutungen, die gerade so ein bisschen auftreten. Also man muss wirklich sagen, die Ereignisse sind sich definitiv am Überschlagen. Und ich habe sowas noch nicht erlebt, Freunde. Die auch auf Twitter, die Leute sind so gehypt zur neuen Season. Und auch viele große Creator, internationale Creator-Leute, die wahrscheinlich schon Insider-Informationen haben, schreiben selbst, die neue Season wird geisteskrank. Und meiner Meinung nach hat das schon wirklich was zu bedeuten. Und ich kann's. Muss ja nichts heißen. Weiß man ja noch nicht. Er ist so one. Warten wir mal ab. Ich bin zwar auch motiviert, aber ja. Yeah, ich würde nicht den Tag vor den Abend loben. Oh mein Gott. Ah, Gott. Study slow. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ich habe Angst, dass sie mich pushen. Die IO-Guards. So, ich muss auf jeden Fall weg hier! Jo. Hey, wo sind denn überall? Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Wie viele Leute sind hier überall?
Hoffentlich Schild. Bitte Schild, bitte Schild, bitte Schild. Ja, Mano. Kann doch nicht sein. Ich brauch Schild, Jungs. Ich brauch Schild. Very important. Oh, da kommt einer noch mit Quad Crusher angefahren. Oh, er ist so One. Ich mach alle One. One. Alle One. Alle One. Viele fragen, ob Klombo in der neuen Season reinkommen wird. Ja, Leute, Klombo wird wahrscheinlich nicht verschwinden, aber Klombo wird in einer neuen Form reinkommen. Also, es könnte sein, dass es neue Klombos geben wird. Ist leider auch noch nichts fest, aber hört sich meiner Meinung nach auch sehr interessant an. Hey, Bro, ich frag mich. Ich habe gerade so viele Leute angeschossen. Gott, der ist so One. Oh mein Gott, ist der One. Holy moly, Macaroni. Oh, er hat einen Dings da. Auf Nummer safe gehen. Auf Nummer safe. Er muss eh rauskommen. Wisst ihr, ich meine? Zone kommt. Boom, er muss irgendwann eh rauskommen. Oh, da kommt noch einer. Oh nein, sein Teammate pusht mich. Oh mein Gott. Ey, was geht hier ab? Wie viel... Leute, sind hier bitte. Da kriege ich aber ein bisschen Panik. Oh, er ist one, 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 one. Bro, er ist so one. Let's go! Wichtig, dass wir den holen. Ich brauch den Loot. Der denn hier? Nein. Mann. Stani kriegt's nicht hin. Ich muss jetzt echt aufpassen, Freunde. Das Ding ist halt, wir sind One-Hit, ne? Mir gerade ein bisschen zu viel Panik auf der Titanic. Ich sage euch ganz ehrlich, was geht denn hier ab? Oh, die mythische. Die legendäre. Let's go. Loot sieht sehr nice aus. Das Problem ist, ich brauche unbedingt Schild. Wenn wir Schild haben, dann könnte ich die Runde hier echt noch gewinnen. Alter. Die Leute hier auch noch in der Endzone rumschwitzen, ne? Guck mal, die haben sich hier richtig schöne... Auf entspannt. Ey, ich hoffe, wir könnten, wenn wir Glück haben, Leute, angeln. Wenn wir Glück haben, Slurpfisch. Das wäre jetzt die Rettung. Lass sie da fighten. Wir müssen angeln. Bitte, Slurpfisch, bitte. Einmal, ich brauche nur einmal ein Slurpy, Leute. Einmal ein Slurpy auf Ehre, bitte. Natürlich nicht, danke für nichts. Ey, ich angel so wenig. Nein, nein, nein. Er gibt mir keinen Slurpee, Leute. Er gibt mir kein...
Es war so klar, ne? Es war wirklich so klar gewesen. Ey, ich verstehe auch nicht, warum die da Waffen... Man angelt doch nicht wegen Waffen. Ich check's nicht. Also das müsste echt auch geändert werden in der neuen Season. Dass man dieses Eklige... Man bekommt Waffen fürs Angeln rausnimmt. Keine Ahnung, bringt absolut gar nichts. Oh, jetzt könnten wir hier... eventuell noch welche abfangen. Und ich bräuchte vielleicht ein bisschen Schild noch. Ja, die müssen rein in die Zone. Die müssen rein. Oh, das sind Gegner sogar. Ich dachte, das sind Teammates. Ich bin eigentlich gut in der Zone, wir haben hier gut High Ground. Bro, es sind auf jeden Fall noch zwei und wir haben über Baba Positioning da oben. Und die hat. Nee, okay, das war's. Leute, wenn ich da, also wie soll ich das schaffen? Wir haben Granatwerfer. Die spammen hier einmal rein, dann war es das aber vom Feinsten gewesen. Oh, was soll das denn? Bitte nicht. Ey, und die Zone. Ey. Was soll ich hier machen, Freunde? Sag's mir bitte. Ich habe 100 HP. Zwei Leute vor mir. Mit Granatwerfer. Links von mir auch welche. Ich muss in die Zone reinlaufen. Das Gute ist, ich kann... Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen, oder? Mann, schieß auf die anderen. Ah. Ey, Jungs, greift mich mal bitte nicht an. Bitte nicht angreifen. Ich bin in Gefahr. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war's. Das ist over. Das ist over. Oh mein Gott, nein, 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 nein. LOL. Bro, wer hier nicht liked, nicht abonniert, den kann man nicht mehr helfen. Den kann man nicht helfen. Den kann man nicht mehr helfen. Lass jetzt ein Like ab, sofort, Leute. Das war's gewesen. Schön mit Öl, Season 2 kommt am Sonntag, Leute, wir werden Livestream. Here we go. Läuft bei Shani auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, ich beende das Video auch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, würde mich zu freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ist mir Kommentar immer gerne durch. Da würde ich sagen, euch noch einen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.